Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Y. Wir sind im letzten Part in Illumina City angekommen und erkunden jetzt in diesem Part die Stadt. Also, herzlich willkommen mit dem Zwergenfürst in Illumina City. Hier werden wir jetzt zum Pokémon-Professor geleitet. Also, ich warte dann vor dem Labor auf dich. Wenn du ihr folgst, kommst du direkt zum Labor. Okay. Das tue ich doch gleich. Da ist es. Sieht hübsch aus. Und dann auf. Geniale Hauptstadt. Erinnert ein bisschen an Paris. Das Gebäude hier ist Platans Pokémon-Labor. Dann lass uns mal hineingehen. Tu ich glatt als erstes. Du hast einen weiten Weg von Eskizia hinter dir. Aber jetzt bist du ja hier. Professor Platan erwartet dich schon im zweiten Stock. Nimm einfach den Aufzug. Mach ich glatt. Weil wir nicht wissen, was die sagt. Auch geht's. Ich glaube, der ist im ersten. Ein Professor Platan hier, ein Professor Platan hier. Nein, er ist ein zweiter. In welches Stockwerk möchtest du ins zweite? Und dann eben bling blong. Da ist er. Endlich treffen wir uns. Fein, fein, dann komm doch bitte mal mit. Ist auch französische Melodie. Ist ja wohl. Toll, dass du den Weg aus Eskizia hierher gefunden hast. Ich bin Professor Platan. Na, mach dir das Reisen zusammen mit den Pokémon Spaß. Bist du schon vielen begegnet? Fein, fein. Dann will ich mir doch gleich mal dein Pokédex ansehen. So, so. Im Zentralbereich der Kalos-Region hast du 24 Pokémon-Arten gefunden. Nicht wahr? Na bitte, gute Arbeit. Du hast schon recht viele verschiedene Pokémon getroffen. Irgendwie hast du etwas ganz Besonderes an dir. Ja, ich weiß. Musst du mir extra noch sagen. Du machst einen aufgeweckten Eindruck auf mich. Ursprünglich hatte ich ja geplant, ein Kind aus jeder Stadt auszuwählen und mit einem Pokémon auszustatten. Aber dann fehlten mir irgendwie die Pokémon und dann, ja, ich hatte nämlich nur drei und dann, ja. Im Falle von Eskizia hatte ich mich bereits für das Kind von befreundeten Trainer-Veteranen entschieden. Aber dann hörte ich, dass Rihorn, Jokchokey und Primula und ihr Sohn nach Eskizia gezogen sind. Und du kennst die Kalos-Region noch nicht. Mir war sofort klar, dass du der ideale Kandidat für dieses Unterfangen bist. Hallo, Professor, ich bin's, Senna. Ausrufezeichen.
Da wäre mir Entschuldigung die Verspätung. Fein, fein. Dann wollen wir doch gleich mal einen Pokémon-Kampf austragen. Was mit dem Professor? Dir wird die besondere Ehre zuteil, gegen mich, Professor Platan, zu kämpfen. Was zum Henker? Ich habe da mal davon gehört, dass das ein Glitch in Pokémon Blattgrün ist, aber dass man jetzt in Wirklichkeit gegen einen Professor kämpfen muss? Ach du Kacke. Na dann. Wollen wir mit dem Kampf loslegen? Ja klar. Ich habe zwar schwache Pokémon, aber ja. Wieso nicht? Ich habe zwar gerade meine starken Schummel-Pokémon nicht dabei, aber was soll's? Eine Herausforderung von Pokémon Professor Platan. Ganz drei Pokémon, naja, das wird noch gehen. Bisasam. Level 10. Ach. Krieg ich doch mit Loot hin. Volltreffer. Das fangt dann lieb ein. Und noch einmal Loot, dann habe ich das erste Pokémon schon. Das war jetzt nicht im Pokémon Center, aber gut. Let's play immer groß erreicht, Level 13. Kapitän hat es langweilig. Gibt niemanden. Schiggy wird von Pokémon Professor in den Kampf gesetzt. Los, let's play Markus! Setz Loot ein. Ach nein, lieber Kratzer. Ach, zu spät. Nicht so effektiv. Ah, hier wird sie angezeigt. Das ist sehr toll. Verteidigung von Let's Play Markus sinkt. Das ist auch nicht sehr vorteilig. Ach, ich habe wieder Loot eingesetzt. Das ist ja hier. Warte mal, ich krieg den mit Loot fertig. Ich krieg das Wasser-Pokémon mit Loot fertig. Sag ich dir. Like the Boss. Loot. Und das schicke Wasser-Pokémon wurde besiegt durch Loot. Bin ich genial? Oder bin ich genial? Feuer-Pokémon. Diesmal nehmen wir mal Kratzer. Alles klar, jetzt könnte ich mir ein erstes Bild machen. Ein Bild wovon? Na, ein Bild von dem, was Let's Play werden kann. Er ist ein sehr interessanter Trainer. Fein, dann bekommt ihr jetzt gleich noch ein Pokémon, das euch auf eure Reise begleiten wird. Hier, du kannst dir zuerst eines aussuchen. Wie, ein zweites Starter-Pokémon? What the hell? Wähle ein Pokémon. Glumanda, Bisasam oder Shiggy. Das sind die beiden. Die... Ach du. Glumanda hat eine gute Mega-Entwicklung. Bisasam, ja, was will man Bisasam? Das Wasser-Pokémon GE, es ist tot. Ich weiß es nicht. Eigentlich bräuchte ich jetzt
mein Wasser-Pokémon oder ein Pflanzen-Pokémon. Was kann ich wohl am Ende am besten gebrauchen? Fürchte, ich nehme mal das Shiggy. Ja, nehmen wir Shiggy. Die wäre zwar mehr für das Durak, aber also für das Lumanda, aber ja, geht auch. Aha, du hast dich also für Shiggy entschieden. Warum auch nicht? Fein, fein. Ich habe das ein bisschen interpretiert. Nehmt es mir nicht übel. Shiggy erhalten. Wolle Fehmarn. Möchtest du ihm vielleicht einen Spitznamen geben? Wie sie Shiggy heißt. Wie soll man Shiggy nennen? Das ist ich habe da eine Idee. Ach, nennen wir ihn einfach folgendermaßen. Großbuchstabe C. Kleinbuchstabe H. Kleinbuchstabe R, I, S, nein, nicht J, T, O, und dann Christoph. Machen wir das. Christoph soll also sein Spitzname sein. Na, wieso nicht? Das war ein Versprechen. Ich habe Christoph versprochen, ich werde ein Pokémon nach ihm benennen und jetzt habe ich Christoph nach Christoph benannt. Ja. Da du dich für Shiggy entschieden hast, bekommst du jetzt diesen Megastein von mir. Let's play, wenn erhält Totoknet. Totoknet wurde in der Itemstasche verstaut. So, ihr zwei. Ihr sucht euch jetzt auch jeder ein Pokémon aus, aber nicht streitern. Puh. Keine leichte Entscheidung. Nur keine Eile. Wenn man bedenkt, wie viel Zeit wir miteinander verbringen, werdet, will so etwas wohl überlegt sein. Wie dem auch sei, ich habe das Gefühl, dass gleich der Rest von euch eintrudelt. Er ist Hellseher. Hallo, Professor Platan. Na, sowas. Ihr seid ja schon alle hier. Hab ich's nicht gesagt? Fein, fein. Damit wäre dann alles anwesend. Jetzt hätte ich noch ein paar Ratschläge, die euch mit auf die Reise geben möchte. Ich möchte, dass ihr jede Menge Spaß auf eurer gemeinsamen Reise mit Pokémon habt. Versucht dabei stets die besten Trainer zu sein, die ihr nur sein könnt.
Die Mega-Entwicklung, einer neuen Form der Entwicklung, stellt das größte Mysterium der Kanos-Region dar. Lüftet ihr Geheimnis. Ich hoffe, der Megastein, den ich euch überreicht habe, wird euch die richtige Fährte bringen. Durch die Mega-Entwicklung können Pokémon im Kampf eine völlig neue Gestalt einnehmen. Mega-Entwicklung schön und gut, aber was ist eigentlich mit dem Pokédex? Trovator, wenn du einen vollständigen Pokédex damit gleichsetzt, der bestmögliche Trainer zu sein, dann verfolge dieses Ziel mit aller Kraft. Also, ich finde die Sache mit der Mega-Entwicklung total interessant. Wenn du mehr über die Mega-Entwicklung herausfinden möchtest, dann dürfte Vantia die beste Anlaufstelle für dich sein. Die Stadt hat eine lange Geschichte, vielleicht findest du dort auch ja einige Anhaltspunkte. Was für eine Stadt? Noch etwas, wenn ihr die Region bereist, um eure Pokédex zu füllen, werdet ihr mit allerlei Pokémon und Menschen in Berührung kommen, die nicht immer dieselben Ideen und Auffassungen teilen wie ihr. Seid offen für andere Sichtweisen, dann werdet ihr schnell merken, worauf es im Leben ankommt. Eure Aufgeschlossenheit wird euch ganz neue Welten eröffnen. Ich finde, anders zu sein als andere macht meine eigentlichen Werte als Mensch aus. Deshalb möchte ich auch so gerne lernen, die Mega-Entwicklung zu beherrschen. Ach, scheiß auf diese langen Gespräche, ich hau jetzt hier ab. Erdgeschoss, schnell raus hier, ich hab schon alles. Oh, ein Böse, der Bösewicht hier. Ich werde sie also schon bald treffen. Ja. Die Kinder der Professor ausgewählt hat, welches Potenzial sie voll in sich bergen. Darf ich vorstellen, das ist Let's Play Ben. Sei doch so gut und komm bitte mal zu uns rüber. Oh, du hast also ein Pokédex vom Professor erhalten. Das ist einfach wunderbar. Du bist wirklich aus der Welt. Mein Name ist Flordelis. Es ist ein mein Bestreben, möglichst viel über Pokémon zu lernen, um den Weg für eine bessere Zukunft zu ebnen. Ich konnte viel von Professor Platon lernen. Oh, du hast ja einen Holo-Look bei dir. Ich kann nicht mehr. Wissen ist Macht, hast du. Macht ihn also zu nutzen. Hör mir gut zu. Diese Welt muss besser werden. Alle auserwählten Menschen und Pokémon müssen unermüdlich arbeiten, damit die Welt ein schöner Ort wird. Nun gut, ich muss da mal los. Richte Professor Platon bitte meine Grüße aus. Ich strebe nach einer besseren Welt, nach einer Welt der Schönheit. Alter. Ich frage mich, was für eine Welt Flordelis mit dieser Welt der Schönheit genau meint. Es gibt so viele verschiedene Pokémon in der Kalos-Region. Ich hoffe, der Pokédex hilft dir dabei, mehr über sie alle in Erfahrung zu bringen. Gut. Zwergenfürst, es gibt da einen schönen Ort, den ich unbedingt aufsuchen möchte. Also bis bald. Ich möchte etwas mit dir besprechen. Ich warte im Café Solalei auf dich, Nachbar. Was Serena wohl auf dem Herzen hat, keine Ahnung. Scheint aber ein großes Geheimnis zu sein.
Ich bin zwar neugierig, aber wir sollten uns wohl besser daran halten. Zwergenfürst, verlasse das Labor, wende dich nach links und gehe dann immer geradeaus, nach Vanitia zu gelangen. Das Café Soleil liegt übrigens in derselben Richtung. Gut, ich beende dann diesen schrägen Part und sage auf Wiedersehen, bis zum nächsten Part, wenn es dann wieder heißt Let's Play Pokémon Y mit dem Zwergenfürst. Daumen hoch, abonnieren und schreibt es in die Kommentare, wie ihr diesen Let's Play Part fandet. Bis zum nächsten Mal. Adieu.